Bayerisch. Bissig. Bunt. Grüß Gott, guten Morgen und herzlich willkommen zum Sonntagsstammtisch am ersten Sonntag im November. Wir haben noch immer keine Regierung, aber wir haben tolle Gäste. Ja, aus Europa, Monika Hohlmeier, Europaabgeordnete. 7 Jahre war sie Ministerin in Bayern für Unterricht und Kultus. Und einen der weltbesten Kletterer, Alexander Huber. Ja, sicher. Gibt es da eine Rangliste? Ja, gibt es sicher keine. Aber es gibt keinen Widerspruch gegen meine Behauptung. Ja, man kann es immer ein bisschen abmildern, dann ist es nicht ganz so krass. Ja, ja. Und Professor Heckel, eigentlich Physikprofessor und Generaldirektor am Deutschen Museum. Aber ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, er ist ein bayerisches Unikum. Die Essenz von Laptop und Lederhose, hat Ranga Yogeshwar gesagt. Ja? Das ist doch ein nettes Kompliment. Da muss ich auch sagen. Nehmt es hin. Ja, den Laptop haben sie manchmal dabei, aber die Lederhose nicht. Die ziehe ich nur daheim an. Ja? Ja. Aber weil da ist praktisch zur Gartenarbeit. Ja. Ne? Schon als Kinder haben wir in der Lederhose gespielt. Weil das war am besten, da kann man sich dreckert machen und alles passt. Ja, der Dieter Hallertsch ist auch ein bayerisches Unikum, oder? Ja, das ist ein Zeichner, der mit den Leuten zumindest freundlich umgeht, ja, die nicht er mit giftig allen karikiert. Genau, ja, das war. Das habe ich auch mal mit Frau Ministerin gemacht damals. Das war freundlich umgegangen, aber manchmal böse. Nein. Ja, sagen wir mal, giftig. Ein bisschen Humor muss bisschen haben. Ja, das ist wirklich schön. Das hatte ja ihr Herr Vater hatte das ja auch in großem Maße, musste das aushalten. Sind aus Ihren Zeichnungen Feindschaften entstanden? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Nein, und wenn, dann wäre es nicht wert. Ja, also außerdem können die meisten nicht zurückzeichnen. Ja? Das ist stimmt. Also, Sie können noch nicht mal zurückklagen. Monika Hohlmeier, das Zentrum einer Flying Family, eine fliegende Familie haben Sie, ja? Ja. In Brüssel, Arbeitsplatz, in Staffelstein im schönen Oberfranken. Wo nicht? Da haben Sie Ihren Wohnort. Und in Vaterstetten im Oberbayern ist die Familie auch noch teilweise. Ja? Teilweise. Machen, wie teilen Sie das alles ein? Ja gut, die Kinder sind groß. Also, die sind 24 und 26, das heißt, also die erwarten nicht mehr die Mama jeden Morgen und jeden Abend. Also das ist nicht mehr so. Die lassen Gott sei Dank raus praktisch, oder? Ja, Michaela kam jetzt am Wochenende hoch und hat mich besucht. Ja. Wo hoch? Nach Bad Schaffelstein. Ja. Und der Markus, der studiert ja an der TU Garching. Was studiert er? Maschinenbau und Luft- und Raumfahrt. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass wir über ihre Tochter gesprochen haben, die auch eine Weltmeisterin, wie er gut klettert, kann die gut voltigieren. Stimmt, ja. Macht sie das noch? Na, das hat sie jetzt aufgehört, letztes Jahr beendet. Erklären, was sie trainiert noch. Was ist denn das? Sportakrobatik am Pferd. Und das galoppiert noch dabei. Das ist also auch spannend. Das Pferd galoppiert und die Tochter turnt dran herum. Ja, das ist eine ganze Mannschaft. Das sind dann immer 2 bis 3. Und muss sagen, ist ein wunderschöner Sport. Aber gehört eben zu den Sportarten, die nicht nur viele Medien hinter sich nachziehen, wie Fußball zum Beispiel. Ja. Und deshalb zu einer der Randsportarten. Aber eine wunderschöne Randsportart. Aber zum Zirkus jetzt doch gehen können, ne? Das hat es lieber nicht gemacht. Sie hat sich lieber auf die Betriebswirtschaft gestürzt. Ja, na ja, wie gefällt es Ihnen in Brüssel? Sehr gut sogar. Ja? Unglaublich spannend. Wir haben ja im Mai wieder Europawahlen. Ja? Ja. Da kandidieren Sie wieder. Ja. 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 Wann wird die Aufstellung sein? Wird ja bald Zeit. Ende Januar. Ende Januar. Ja. Und wie sieht es aus mit den Chancen der Wiederwahl? Das hängt von den Menschen draußen ab. Ja, also erstmal in der Partei. Erstmal wird ja die Liste der Partei aufgestellt. Ja, da gibt es eine Landesdelegiertenversammlung und die legt dann sozusagen die Reihenfolge der Liste fest. Aber darüber haben wir bis jetzt nicht diskutiert, wenn ich ehrlich bin. Es ist ja bei dieser Wahl was anderes zu beachten. Die 5%-Klausel, die Hürde, man muss mindestens 5% haben, die bei der Bundestagswahl gilt, ist ja europaweit abgeschafft. Da gibt es ja nur noch 3%. Ja. Also können auch kleinere Parteien rein. Und die klagen auch noch gegen die 3%. Da ist im Dezember eine Anhörung beim Verfassungsgericht in Karlsruhe. Es kann also auch sein, dass man ohne Hürde reinkommt. Warum auch? Es gibt immerhin das Argument, 28 europäische Länder kandidieren für den Bundestag. Und in der Menge dieser Länder gibt es gar keine Hürde. Also ich halte es für problematisch, gar keine Hürde zu machen. Wir kennen die zum Teil diese Einzelkämpfer, die dann für irgendein Spezialthema sich interessieren, aber von allen anderen Themen überhaupt keine Ahnung haben. Oder auch Leute, die schlicht und einfach radikalste Meinungen durch einen Zufall in dieses Parlament reingekommen sind und dann letztendlich sich für außer für sich selbst für nichts interessieren.
Und die sind dann wirklich, die werden auch zum Teil, wenn sie mehr werden, tatsächlich zur Gefahr. Weil je mehr sie werden, desto mehr werden sie so das Zünglein an der Waage bei knappen Entscheidungen. Ja. Also wenn die 3%-Hürde gilt, kommen schon mal ein paar mehr rein. Ja, mit 3,1 ist man drin. Selbst bei 3 kommen schon mehr rein. Ja. Und die Gefahr ist tatsächlich, dass da zum Teil Leute reinkommen, die alles andere als eine, sagen wir mal, grundgesetzgemäße Gesinnung haben. Weil NPD und Ähnliche interessieren sich sehr dafür, dass sie reinkommen würden. Die Gefahr ist ja auch, der Herr Letter hat ja kürzlich darauf hingewiesen, dass immer mehr eigentlich Antieuropäer in das Europäische Parlament einziehen. Das ist ja auch eine große Gefahr, scheint es nicht. Parteien, die sich eigentlich gar nicht für die Idee Europas begeistern können, sich aber trotzdem aufstellen lassen, dann reingewählt werden. Die für keinen vernünftigen Gedanken zugänglich sind. Wie viel sind das ungefähr bis jetzt, die so Einzelsplitterer? Einzelsplitterer haben wir jetzt ungefähr schon 10% circa drin im Parlament. Ja. Das wären dann noch mehr mit den 3%. Also ich glaube, dass das Verfassungsgericht möglicherweise... Verweigerern, die also nichts, keine Form von Kooperation wünschen, sondern nur nationalistische Ideen verfolgen. Das sind insgesamt circa 10% mit den, sage ich mal, Durcheinander oder manchmal auch Chaoten aus... Nicht-Gruppierungen. Die gehören aber, es gibt ja große Blocks im Europaparlament. Es gibt den konservativen Block, da sind Sie drin. Wie heißt der Verein? EVP, Europäische Volkspartei. Und es gibt den sozialistischen... Sozialisten und Demokraten. Das sind die zwei großen Blocks und die stimmen sich vorher ab. Und dazwischen gibt es diese Einzelkämpfer, Liberale Und dann gibt es die Grünen, die Liberalen und es gibt nach wie vor die Linke als kleinere Gruppen im Parlament. Aber die Großen, also in Europa, im Europäischen Parlament stimmt man sich mehr ab, als man das vielleicht aus den nationalen Parlamenten kennt, in der Notwendigkeit, dass es für 28 Mitgliedstaaten halten muss und in der Notwendigkeit, dass man den Kompromiss finden muss, der einigermaßen länger trägt als nur 2-3 Jahre. Das Europäische Parlament ist ja ein bisschen ein Wanderzirkus, zwischen Brüssel und Straßburg hin und her. Das Europäische Parlament darf ja nicht über seinen eigenen Standort entscheiden. Ja. Das heißt, da haben sich 28 Mitgliedstaaten, haben die Verträge von früher verlängert und bei Einstimmigkeit kann das nur verändert werden. Also wenn Sie uns Parlamentarier fragen, werden wir doch sehr für einen Sitz, muss man ganz ehrlich sagen, was zeitweilig schon viel ist. Es sind auch immense Kosten, die da natürlich anfallen. Ja, ja, es sind ca. 200 Millionen Kosten, die insgesamt anfallen. Wie pro Jahr? Pro Jahr. 200 Millionen? Ca. 280 Millionen derzeit geschätzt. Da möchte man kann es nicht auf den letzten Cent schätzen, aber es sind Kosten einfach dadurch, dass man hin und her fahren muss. Aber die Franzosen haben sich dieses Recht gesichert. Ja, damals. Haben auch die Belgier und auch die Luxemburger. Die Franzosen haben seinerzeit für Brüssel nur zu Ja gesagt, weil sie Straßburg bekommen haben. Das war, glaube ich, der Grund. Ja. Alexander Huber, einer der weltbesten Kletterer in der Fachliteratur, wird da nicht widersprochen. Sie klettern im Himalaya, im Karakorum, in Kalifornien, in der ganzen Welt. Und was ganz Besonderes machen Sie free solo. Ja, Sie haben keine Ausrüstung. Klettern, wenn man ohne Seil unterwegs ist. Nur Seil, nur schön stabile Schuhe und Magnesium lese ich immer. Wofür brauchen Sie immer Magnesium? Das Magnesium hat man eigentlich mit dem gleichen Zweck wie der Turner in Verbindung gebracht, das Kletterer. Ich brauche trockene Hände, damit ich eben nicht runterrutsche von den Griffen. Und weil ich selber habe ja auch mal Gerätetouren gemacht als Jugendlicher und es ist das probate Mittel. Funktioniert hervorragend. Als Jugendlicher waren Sie auch mal ein Kollege von Professor Heckel, Diplomphysiker. Das muss man schon mal gleich richtigstellen. Kein Kollege. Ich habe meine Ausbildung in deren Lehrstuhl gemacht. Als Physiker. Lehrstuhl von Professor Hensch. Da waren Sie damals bei... Habilitant, Habilitant. Oberassistent zu der und Zeit. Wir wurden als Studenten natürlich dann quasi betreut bei den verschiedenen Praktika, bei den verschiedenen Vorlesungen. Und so gesehen kann ich wirklich sagen, ich war in Ausbildung, aber kein Kollege. War es eine gute Ausbildung? Ich würde sagen, ja. Aber wenn Sie haben mein eine, Leben so sieht, dann war es ja nicht ganz verkehrt gewesen. Aber Sie haben eine fantastische Note erzielt. Sie hätten eine schöne Physikerkarriere machen können. Ja gut, das war halt für mich dann relativ klar nach der Diplomarbeit, habe ich ja quasi mein Hauptdiplom in den Händen gehalten, was macht man damit? Und ich bin ja zu dem Zeitpunkt schon längst immer zweigleisig gefahren. Einerseits eben auf professionellem Niveau an der Weltspitze klettern und bergsteigen, andererseits studieren. Nur dann mit dem Abschluss des Diploms muss man sich halt die Frage stellen, was will ich? Ich kann nicht auf Dauer auf zwei Hochzeiten tanzen. Und es ist vor allem dann, wenn man bei der Arbeit im Lehrstuhl eingebunden ist, da kann man das nicht wie ein Student halten, dass ich mir zwischendrin wieder ein halbes Jahr Pause mache. Ich habe ein Semester mal ausgesetzt, um meine internationalen Geschichten zu machen, sondern da muss irgendwann eine Entscheidung her.
Und ich habe mich einfach fürs Bergsteigen entschieden. Man kennt sie oft nur im Zusammenhang mit ihrem Bruder, die Huberburm. Ja. Huberburm. Sie sind der Jüngere. Klettert ihr auch gemeinsam oder auch viel alleine? Ja gut, es ist jetzt schon so, dass wir nicht als Huberburm bekannt wären, wenn wir nicht zusammen viel am Berg unterwegs wären. Aber wie man eben so sieht, Frisolo-Klettern, da bin ich alleine unterwegs, ohne Sicherungsmittel. Also wir machen auch unsere eigenen Sachen. Es ist einfach so, dass wir ja nicht miteinander verheiratet sind. Nur wir begleiten uns auf vielen großen gemeinsamen Projekten, weil wir wissen, wir sind die idealen Partner zueinander. Aber erzählen Sie über die Einsamkeit. Wenn Sie alleine klettern, haben Sie da Sherpas, Hilfstruppen? Also wenn ich alleine klettere, bin ich alleine unterwegs. Ganz allein am Berg. Das ist ja eigentlich schon rein vom ethischen Verständnis her. Wir gehen ja mit dem Ziel, ganz alleine am Berg zu sein, dorthin. Dann wäre es ja schon komisch, wenn ich Begleitpersonal dabei hätte. Wir wollen es nicht beschreien, aber was ist, wenn was passieren würde? Dann sind Sie irgendwo, sagen wir, liegen da verletzt und es kümmert sich niemand um Sie? Das ist schon ganz klar. Also die beste Überlebensversicherung für mich als Kletterer ist immer noch, dass ich nicht falle. Ja, schon, aber dass ich mich immer gescheit festhalte und falle. Aber Sie sind schon mal gestürzt. Ich bin schon mal gestürzt, ja, genau. Da wollte ich tatsächlich einen Kameramann zu Hilfe kommen, wir haben so bei den Dreharbeiten zum Film Am Limit, der ist in den Kinos gewesen 2007, Kamerapositionen besprochen mit den Kameramännern. Das ist natürlich schon im wilden Gelände gewesen. Die sollten ja Klettern filmen. Da mussten wir so hinaufsteigen. Es war jetzt kein Klettern, aber doch steileres Gelände. Da hat sich einer der Kameramänner ein wenig verstiegen. Und in diesem Moment habe ich gemeint, ich helfe. Sie können ja nur Kameraleute gebrauchen, die auch klettern können. Wir sind auch Kletterer, ja. Und habe ich gesagt, gut, kein Problem, ich komme schnell hin, ich helfe dir. Ich gebe dir die Hand, dann ziehe ich dich rauf. Und da habe ich ein ehernes Gesetz nicht beachtet, und das ist das Retterprinzip. Zuerst auf die eigene Sicherheit schauen und dann erst den anderen helfen. Und ich habe einfach meine Position nicht genau reflektiert, habe mich wo hinten festgehalten, um ihm die Hand zu geben und zu mir hochzuziehen. Und ich habe diesen Griff da nicht kontrolliert. Und der brach aus, der ist mir dann auf meinen Fuß gefallen. Und ich hatte nicht viele Möglichkeiten in diesem Moment. Wo war ich musste reagieren. An welchem Berg? Yosemite Valley, das ist der berühmte Nationalpark in Kalifornien. Ja, dann bin ich einfach 17 Meter runtergesprungen. 17 Meter? Es war aber natürlich jetzt auch keine vertikale Wand, sondern so, ich sag 70 Grad Gelände. Und da hatte ich jetzt intuitiv das Gefühl, ich muss springen, um eine aufrechte Körperposition zu behalten. Mhm. Also aktiv diese ganze Sache anzugehen. Mhm. Bin mittendrin zwischengelandet, dann hat es mich nach vorne katapultiert. Bin dann tatsächlich nach 17 vertikalen Metern gelandet und habe das Ganze. Wo sind Sie gelandet? Das ist auch glücklich. Ja, schon unten halt am harten Boden. Was war dann? Und ja, ich habe halt schwere Prellungen gehabt, die aber in diesem Moment nicht gehen können, vor allem weil ich ja befürchtet hatte, dass einiges gebrochen ist. Mhm. Hat sich dann effektiv herausgestellt, nur schwerste Prellungen auf dem ganzen Gelenk hier. Aber es ist nichts kaputt gegangen und so weit. Und drei Wochen später war ich schon wieder am Laufen. Aber zu dem Sturz noch hätte ich noch eine Frage. Und halt auch gut reagiert. Das muss man halt in dem Moment auch. Aber zu dem Absturz habe ich noch eine Frage. Ihr wunderbares Buch Angst. Ja. Was meine Frau und ich gemeinsam lesen, nicht gleichzeitig. Aber ja, der Titel des Buches lautet Die Angst, dein bester Freund. Richtig. Also, da schreiben Sie auch an einer Stelle, dass man, wenn man stürzt, im Grunde nicht denkt. Wenn Sie haben aber gerade jetzt geschildert, Sie haben nachgedacht, dass Sie Ihre aufrechte Position. Nein, das war intuitives Reagieren. Ach so. Ich kann es nur im Nachhinein mir so erklären, dass ich vielleicht eben aus der Zeit vom Turnen gelernt habe, man muss immer seine Flugposition selbst kontrollieren, dann landet man auch so, wie man es will. Und das habe ich eben so in diesem Moment intuitiv gemacht. Das passiert dann? Das passiert dann. Sie denken also, nicht nach? Wenn ich da nachdenken würde, ist schon lange passiert. Sie haben gerade den Titel ausgesprochen von Ihrem Buch, Die Angst, dein bester Freund. Aber die Angst war nicht immer Ihr bester Freund. Das klingt ja positiv. Und wie du damit umgehen musst, wenn ich es richtig weiß, war auch die Angst mal Ihr größter Feind. Oder 2000 oder so hatten Sie psychische Probleme mit der Angst. Genau, es ist natürlich in gewissem Sinne ein provokanter Titel, weil jeder empfindet ja Angst als was Negatives. Aber da war schon wirklich meine Motivation, die Angst, die ein sehr schlechtes Image in der Öffentlichkeit hat, zu entstigmatisieren. Also es ist echt dieses Stigma da, Angst, das ist was Negatives. Und für mich als Bergsteiger ist aber ganz klar zum Beispiel einmal die Angst die wichtigste Überlebensversicherung. Denn nur die Angst macht mich vorsichtig. Mhm. Und wenn ich die Situation nicht so ganz unter Kontrolle habe und die Angst mich dann eben nervös macht,
dann ist es aber auch Zeit umzudrehen. Deswegen sichert die Angst mir mein Überleben. Und ich habe selber mal eine Krise gehabt. Was war damals in der Krise 2000? Ganz einfach viele Dinge, die auf mich eingekommen sind. Ich meine, ich habe mich damals entschieden fürs Profibergsteigen. Und das war bis zu dem Zeitpunkt rein meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich habe aber meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und habe gemerkt, dass ich damit auch tatsächlich jetzt wirtschaftlich von meinen sportlichen Erfolgen abhänge. Und dann kommt natürlich mal der Moment, dass der sportliche Erfolg nicht da. Dann kommt der finanzielle Druck. Dann ist eine Verletzung dazugekommen. Ich konnte meinen Sport nicht mehr ausüben, konnte auch nicht sagen, wie wird das in der Zukunft. Und mit einem Mal ist das Ganze wie ein Kartenhaus zusammengestürzt, weil ich gemerkt habe, der Berg bedeutet für mich keine Freude mehr. Der setzt mich unter Druck, der stresst mich. Und das, was bis zu dem Zeitpunkt der Quell meiner Kraft war, nämlich meine Leidenschaft, das Bergsteigen, das war auf einmal ins Gegenteil umgekehrt. Was ist denn das, Profi-Bergsteiger? Wer zahlt denn da den Bergsteiger? Müssen Sie Ihre Familie ernähren? Eigentlich durch meine Vorträge. Und ich werde natürlich als Referent nur gebucht, wenn ich Erfolge habe. Ja. Wenn ich ein profilierter Bergsteiger bin. Und da habe ich auf einmal diesen Druck gespürt. Und da habe ich einfach richtig Angst bekommen. Existenzielle Angst, dann eben auch, was mit meinem Leben passiert. Also das interessante Angst bekommen ist eine Sache, aber das, wie kommt man wieder raus? Ganz simpel, also ich habe mich diese Angst gemeint, überfallen. Ich habe eine generalisierte Angststörung gehabt, weil ich halt einfach viel zu lange den Ängsten davongelaufen bin. Wenn ich finanziell Angst habe, quasi das Ganze nicht bewerkstelligen zu können, dann muss ich mich mit den Leuten auseinandersetzen, bei denen ich dieses Problem habe. Ich muss halt zu meinem Banker gehen, einfach die Situation offen ansprechen, dass ich mal Probleme habe. Oder eben andere Bereiche des Lebens genauso. Man muss sich den Ängsten stellen, denn erst wenn man sich den Ängsten stellt, kann man sich die Angst zum Freund machen. Wenn man der Angst davonläuft, dann macht man sich die Angst zum Feind. Also ein Bergsteiger, ein Berufsbergsteiger, ein Sportler, auch ein Künstler, der kann über Angst reden und Bücher schreiben. Können sich das Politiker auch trauen, über Angst und Stress öffentlich zu reden, oder zeigen sie da Schwäche? Also ich glaube, dass es insgesamt nicht so einfach ist, sowohl im Wirtschaftsleben als auch in der Politik, aber auch gerade jemand, der als nach Sinnbild für Mut, Kraft und Selbstverständlichkeit nach draußen gilt, ist es nicht leicht, über Angst zu reden, weil Angst gilt als Schwäche. Darum glaube ich, dass gerade in der Politik viele davor Angst haben, zu sagen, dass sie Angst haben oder Angst zu zeigen oder zu zeigen, dass sie Depressionen haben. Ich weiß das aus der eigenen Familie. Meine Mutter, die hatte ja schwere Depressionen. Die, also gerade in der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, das war das weniger. Absolut nach außen ja nicht. Das habt ihr schön geheim gehalten. Ne? Meine Mutter wollte das nicht drüber reden. In der Familie wussten wir es. Und die hat wirklich schwer damit gekämpft. Also bis wir unsere Mutter in Behandlung, mein Bruder Max war ja vor einigen Jahren auch in Behandlung. Und nach außen hin ist das ganz schwierig. Für einen Mann fast noch schwerer wie für eine Frau, glaube ich. Ja, der Vater, dieser Robuste, ist es eben, sich früh genug mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Das Problem war ja bei mir auch, dass ich viel zu lange davongelaufen bin und dann tauchen die schwerwiegenden Probleme auf. Je früher man seinen Ängsten begegnet, sich ihnen stellt und sie auch zugibt, umso früher kann man sich mit diesen Ängsten auch auseinandersetzen. Weil es liegt ja immer ein Problem zugrunde. Ja. Ich habe nicht einfach nur so Angst, sondern zuerst einmal gibt es wirklich einen konkreten Grund, ein Problem. Und sobald ich dem Problem nicht davonläufe und mich dem Problem stelle, dann werden die Ängste mich auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt einholen, wo ich rein mental, psychisch schlecht aufgestellt bin. Und das ist eigentlich das, was immer passiert. Ihr Vater, Frau Hohlmeier, der berühmte, robuste, energische, willensstarke, kämpferische Franz Josef Strauß, wie ist denn damit umgegangen, dass seine Frau Depressionen hatte? Konnte er ihr helfen? Ich glaube, für ihn war das auch schwierig. Und meine Mutter hat es ihm gegenüber relativ wenig gezeigt, weil es war ja eher die Mutter, die ihn gestärkt hat. Und er war dann viel unterwegs gewesen, weil mein Vater war ja selten zu Hause, konnte gar nicht viel zu Hause sein. Das heißt, wir Kinder haben sehr viel abbekommen davon. Und als mein Vater das mal eine Zeit lang etwas mitbekam, hat es ihn sehr irritiert, weil er wusste auch nicht, wie er damit umgehen soll, weil die Generation aus dem Jahr 1915, das heißt, die Generation, die noch also direkt nach dem Ersten Weltkrieg zur Welt kam, da gab es das Thema Depression nicht. Ja. Da war es entweder gespinnert oder... Oder ein amerikanisches Modell. Ne? Das ja, also, wusste kein Mensch, was Burnout ist. Gell? Der Vater hat also wirklich versucht, dann schon sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig mit der Mami umzugehen. Aber eigentlich waren es mehr Kinder. Das ist jetzt oft mehr als Tochter geöffnet. Die drei geöffnet. Kinder, Sie sind ja das jüngste Straußkind, mit Abstand das politischste. Ja? Haben Sie früh gemerkt, dass Sie in die Politik gehen wollen?
Also ich bin ganz ehrlich, nein. Und ich bin auch ganz froh drum, weil ich glaube, dass mir das eher gut getan hat, dass ich nicht ständig angeblich prädestiniert für die Politik war. Ich glaube, das ist ganz gut gewesen. Und mein Vater hat mit mir zwar schon über Politik diskutiert, meine Mutter auch, aber das Erste, was mir meine Mutter beigebracht hat, war, du musst erst mal selber jemand sein. Steh selber im Leben, steh auf deinen eigenen Beinen, versuch nicht jemanden nachzulaufen, versuch jetzt nicht Strauß-Tochter zu spielen, versuch einfach die Monika zu sein. Und das haben ja für manche Leute übel genommen, dass sie dann gesagt haben, ich bin ich und nicht nur Strauß-Tochter. Es gibt so ein schönes Bild, glaube ich, oder ist sogar ein Filmausschnitt, wo du mit deinem Vater Eisenbahn spielst, als Kind am Boden. Das fand ich so süß eigentlich, ne? Weil man sieht, also, dass in der Familie jenseits sozusagen der politischen Nachfolgeerziehung etwas anderes auch wichtig ist. Ja, also das sind so Werbefotos gewesen, oder? Nein. Werbefotos hat die Mutter größtenteils verboten. Image. Auch verboten. Also das war ja das, was uns in der Familie verbunden hat, dass bei uns eben nicht ständig der Vater nur dann da war, wenn zufällig der Fotograf um die Ecke stand. Ja, es hat sondern, dass wir, geschadet hat es nicht, sagen wir nein, so. War bei uns einfach nicht. Ja. Also das fand einmal in den Sommerferien statt, das war dann geplant und jeder wusste das, dass das passiert. Ja. Und der Rest war, der Ferien nicht, war, ne? Immer, ja. War immer uns selbst, auch das Bild war nicht aus dem. Aber sie mussten viele ja relativ, Bilder sind, relativ früh, mussten sie ja schon in die Politik sozusagen mittelbar einsteigen, als ihre Frau Mutter verstorben war, hat sie ihr Vater mitgenommen sozusagen als Begleitung, also als junge First Lady praktisch. Das habe ich entschieden. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich das überhaupt möchte, dass ich ihn begleite. Mhm. Das hat er also respektiert zunächst einmal. Er hat gesagt, du bist jung verheiratet, du wirst Familie begründen und bist viel mit mir unterwegs. Das hat sich einfach dadurch ergeben, dass mein Vater nach dem Tod meiner Mutter auch eine schwere, wirklich Angstphase und Depressionsphase durchgemacht hat. Mhm. Und wir drei merkten, dass er eigentlich immer jemanden hinter sich braucht, mit dem er dann in dem Moment reden kann. Weil Franz Josef Strauß konnte nicht mit jedem reden, weil am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Weil etliche der guten Freunde offen standen, dann sofort am nächsten Tag die Abendzeitung und wen auch immer angerufen haben und sofort vermeldet haben, der Strauß hat dies und jenes. Das glaube ich gerne. Das muss man sagen. Also das war damals zum Teil schon für ihn auch relativ schwierig. Ja. Und nachdem ich das einzige Mädchen war, haben sich meine Brüder als Tischdamen einfach schwer getan. Ja. Das ging einfach nicht. Das ist voll Herr Huber, war schlicht und einfach. Sie klettern in der ganzen Welt umeinander, in allen Kontinenten, aber Sie sind und bleiben ein Oberbayer, in Trostberg geboren, im Berchtesgadener Land. Da wohnen Sie und Sie strengen sich jetzt hier freundlicherweise an, für unsere vielen Zuschauer außerhalb von Bayern ziemlich Hochdeutsch zu reden. Aber Ihr Dialekt, den wir vorhin gehört haben, ist eine geniale Schutzmaßnahme gegen das Abhören. Ja? Wir haben gelernt, das Tollste, was es gibt, gegen die überall in der Welt mitlauschenden Amerikaner, Engländer, Franzosen, Chinesen, Russen. Auf einmal tun die Leute, als ob die Amis mithören, die Russen und Chinesen hören auch. Die verstehen aber kein Dialekt. Ja? Das ist natürlich sensationell, dass so vieles in der Welt dechiffrierbar ist, aber nicht der Dialekt. Ja. Das ist sensationell. Wenn Sie mit Ihrem Bruder reden... Dann ist es noch mal eine Spur breit. Es kommt einfach darauf an, in welchem Bereich man sich bewegt, wo man ist. Ich meine, es hilft mir auch nichts, wenn ich jetzt Vorträge in Hamburg mache und meinen Dialekt dann so anwende, dass mich keiner versteht. Ja. Also ich weiß es sehr wohl zu moderieren. Ich weiß, in welchem Umfeld ich mich bewege. Und so wende ich auch meinen Dialekt an. Aber das hat für mich ein bisschen was mit, nehmen wir es mal, Europäertum zu tun. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht alleine auf meiner Insel. Es gibt auch Menschen außenrum, die haben nicht meine Sprache, die haben nicht meinen Dialekt. Und man soll sich so ausdrücken können, dass man sich gegenseitig versteht. Wenn Sie in Hamburg einen Vortrag halten, hat das ja auch einen Folklore-Effekt, dieses... So wie bei Harry Valerian. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine ja aber zum Verstellen. Dass meine Klangfarbe da vom Bayerischen her mitschwingt. Das mögen doch die Leute. Das mögen sie. Ist viel freundlicher aber als verstehen sollten sie es. Viel freundlicher. Aber verstehen sollten sie es. Da kannst du viele Gemeinheiten aber wunderbar verklausulieren. Aber ich versuche ja mit einer gewissen Krampfhaftigkeit aufs Abhören zu kommen. Das habe ich schon gemerkt. Unser großes Thema, das ist bessere Verschlüsselung als ein Dialekt, gibt es ja gar nicht, oder? Das glaube ich nicht. Nein, weil... Wer anständig abhört, der hat auch Leute, die Dialekt verstehen. Ne? Das war das. Ich glaube eher, dass es so ist, dass, sagen wir mal, jetzt ohne respektlos sein zu wollen, was der Herr Huber spricht mit seinem Bruder, wenn er sich vorbereitet auf einen Klettergang.
ist vielleicht nicht so von großer Bedeutung, erdpolitisch gesehen. Es betrifft aber internationale Berge, ja? In der ganzen Welt sind die da. Trotzdem, glaube ich. Also das Problem ist eher, dass Finanzströme könnte es natürlich gehen, Überweisungen. Ich glaube auch, dass er nicht zu den ganz Reichen zählt, dass das so wichtig ist. Ich glaube auch nicht, dass er zu den Spekulanten zählt. Ja gut, aber man darf es nicht unterschätzen. Ich habe ja sehr starke Verbindung nach Pakistan. Mein Bruder Thomas und ich unterstützen ja seitdem die Berchtesgadenerin Barbara Hirschbichler die Karakorum-Hilfe gegründet hat, genau diese Organisation. Wir haben als Zielgebiet das Paltoro-Gebiet inmitten von Pakistan, ganz im hohen Norden in den Bergen. Und wir sind natürlich damit schon stark in Kontakt mit diesen Menschen dort. Und wenn Pakistan man sich mit den Leuten unterhält, ist ja ein Land, was von den Amerikanern mit einem gewissen Recht mit großem Misstrauen beobachtet wird. Ja. Wobei eben Baltistan ja ganz eine eigene Region ist. Dort leben auch nicht die Sunniten, sondern es ist ein schiitischer Stamm. Und es gibt ja noch die Hunza als Ismailiten. Die sind ja letztendlich doch relativ separiert, auch von der Lebensweise und tatsächlich sowas von dritter Welt in den Bergen, dass sie auch keine Kommunikation haben nach draußen. Wie reden Sie mit denen? In welchem Dialekt reden Sie mit denen? Soweit kennen die dann schon Englisch, weil es ja doch eine alte britische Kolonie ist. Was und machen Sie da? Also, was ist wir konkret unterstützen das die Bergvölker des Karakorum. Es geht hauptsächlich um Bildungsfragen. Das ist Schulen eigentlich doch das Wichtigste, dass diese Leute da hinten lesen und schreiben lernen und Englisch sprechen lernen. Weil sie hätten an sich ein großartiges Potenzial für Tourismus. Natürlich werden gerade durch die ganzen Problematiken in Bezug auf Afghanistan und was da alles so abgeht, Probleme richtig in diese Region auch hineinprojiziert. Der Zugang wird immer schwieriger, der Tourismus wird immer weniger. Und eigentlich läuft das zuwider, was wir als Bestreben haben, die Menschen dazu unterstützen. Aber es wird ja hoffentlich auch generell politisch mal wieder besser. Der grüne Abgeordnete Ströbele ist natürlich die Hauptfigur dieses Wochenendes. Endlich. Muss ich mal plump ansprechen. Ja, ist er. Ist nach Moskau gefahren mit zwei Journalisten seiner Wahl und hat diesen Snowden getroffen. Und das ist natürlich eine sensationelle Sache, dass er im hohen Alter nochmal so eine Publicity hat. Eine gute Show hingelegt. Eine Riesenshow, natürlich. Er hat auch einen Brief mitgebracht. Ich habe ihn hier. Wenn die Amerikaner wirken kann, dann ist er glücklich. Ja. Das ist natürlich eine ungewöhnliche Sache. Und jetzt sagt ja auch der Innenminister Friedrich, wir müssen den Mann hören. Hören wir ihn in Moskau oder in Deutschland oder auf neutralem Gebiet oder so. Ja? Ich glaube, dass sie nicht in Deutschland hören wollen. Also die wollen schon sagen, wenn er mit Herrn Ströberle in Moskau sprechen kann, dann kann er, so ist ja die Aussage, kann er auch mit unseren Behördenvertretern in Moskau sprechen. Auf der anderen Seite hat natürlich der Herr Snowden offensichtlich schon ein Interesse, da er ja nur eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung in Moskau hat, in ein anderes, in ein Drittland, in ein sicheres Drittland ausreisen zu können. Und dort vielleicht, hätte er das ja vielleicht auch vor, in Deutschland Asyl beantragen zu können. Nicht? Also es sind ja schon Untersuchungsausschüsse des deutschen Parlaments, auch in Sachen Schreiber, Fall Schreiber, den Sie kennen, mit Ströbele nach Kanada gefahren. In der ganzen Welt fahren parlamentarische Untersuchungsausschüsse des Bundestages herum, um dort Zeugen zu vernehmen. Also das wäre nicht ungewöhnlich, sagt Moskau. Der arbeitet jetzt bei einer Moskauer Internetfirma, des Snowden. Ja? In Deutschland gibt es natürlich dann die Frage, kann er, wenn er hierher käme, würde er gern Asyl beantragen. Das ist ein politischer Streit. Ist der Mann politisch verfolgt? Nein. Also politisch verfolgt, er hat zumindest kein Asyl gestellt. Also die Anfrage hat er ja gar nicht gestellt. Die kann er ja nur machen, wenn er in einem Land ist. Kann er nicht in Moskau. Ja, und er kann es nicht in Moskau, dann müsste er einreisen. Das will er aber nicht, bevor er nicht die Zusage hat. Und unsere Asylverfahren sehen natürlich da andere Prozesse vor. Aber was ich an dem Mann für schwierig halte, er ist natürlich auf der einen Seite ist es hochinteressant, was er überliefert. Deshalb stimme ich zu jeder Zeit und sofort einer Aussage von ihm in Moskau überhaupt kein Problem aus meiner Sicht. Nachdem wir tatsächlich immer und überall hinreisen, ist das überhaupt kein Problem. Aber das, was ich schon als interessant empfinde, nennen wir es mal so, ist, dass Herr Ströbele die Botschaft überbringt, ich würde ja gern mit euch reden, wenn er mir dann die hundertprozentige Garantie im Vorhinein gibt, dass er mich auf immer und dauerhaft behaltet. Und das beinhaltet natürlich einen dauerhaften... Wer sollte die denn geben? Wer sollte die geben? Die Bundesregierung? Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch so nicht, Frau Hohlmann.
Ja, es ging darum, dass er die Sicherheit haben möchte, was ich wirklich nachvollziehen kann, dass er nicht, wenn er hierher kommt, an die Amerikaner ausgeliefert wird. Sobald er Russland verläßt, genießt er dort nicht mehr Asyl. Ja, und das bedeutet in der Konsequenz, dann hat er de facto sozusagen kein Rückreiserecht mehr nach Russland. Und das bedeutet natürlich auch auf Dauer eine Auseinandersetzung heftiger Art. Mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer Rolle, die wird kommen. Also die kommt auf alle Fälle, aber wir müssen das klären. Sozusagen seine Ausreise hin oder her. Aber es gibt etwas, was im grundsätzlichen Verhältnis offensichtlich zwischen der EU, aber auch Deutschland natürlich und USA in Zukunft geklärt werden muss. Und ich glaube, die Amerikaner sind jetzt auch bereit und haben es eingesehen, dass das nicht so eine kleine Sache ist. Es handelt sich schließlich um einen Vertrauensverlust. Und Vertrauen wiederzugewinnen ist viel, viel schwieriger als Vertrauen zu verlieren. Das geht sehr schnell und wir haben es jetzt gesehen. Und das, ich glaube auch, dass die amerikanische Administration mittlerweile eingesehen hat, dass sie... Ich glaube, dass sie zumindest, ich hoffe, sage ich mal, der Druck ist deutlich größer geworden. Dass das nicht in zwei Wochen einfach vorbei ist, indem man sagt, nö, haben nichts gewusst von all der Sache. Es stellt letztendlich auch die Frage nach der Souveränität Europas, nach der Souveränität Deutschlands und nach der technologischen Kompetenz Deutschlands und Europas. Warum sind wir denn als Europäer nicht in der Lage, eine E-Mail so schicken zu lassen, dass sie nicht über amerikanische Server geht? Also da muss ich ehrlich sagen, also die Diskussion haben wir vor 3,5 Jahren begonnen. Und da lief sie noch ganz still, als nämlich zum Beispiel bei den Banküberweisungen der sogenannte SWIFT-Server auf amerikanischem Gebiet stand. Daraufhin musste der abgezogen werden, weil wir von Seiten des Europäischen Parlaments das Abkommen damals nicht unterzeichnet hatten und nicht willens waren, das abzuunterzeichnen. Und man muss aber klar sagen, da gibt es noch ein paar andere Punkte. Ich verstehe nicht, warum wir Millionen von Daten den Amerikanern geben, damit sie daraus ein Nachverfolgungsprogramm, zum Beispiel gegenüber den Finanzen der Terroristen, identifizieren. Warum machen wir Europäer das nicht selbst? Warum machst du es denn nicht? Ja, weil bis jetzt de facto, ich muss trocken sagen, wir waren relativ wenige, die das gefordert haben. Die gesagt haben, das sei sehr schwierig und dann müssten wir wieder die Datendiskussion. Ja. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger war überhaupt nicht zu gewinnen dafür. Dafür haben aber geben wir den Amerikanern die Daten. Toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas kann man selbst machen und sowas müssen die Amis selbst machen. Und ein Punkt spricht da völlig richtig an. Sämtliche Sicherheitstechnologie in diese Richtung und gerade alles, was IT anbetrifft, wird entweder in China oder in den USA produziert. Das sind die zwei Weltmächte. Wir haben nicht einmal die Quellcodes für unsere eigene Sicherheitstechnologie. Das heißt, entweder die Europäer entscheiden sich einmal für einen IT-Airbus, um das mal plakativ zu formulieren. Das sind natürlich mehrere Airbusse, wenn man ehrlich ist. Aber ein gemeinsames europäisches Projekt, ähnlich wie der Airbus, wurde jetzt schon vielfach vorgeschlagen, wo wir auch als Europäer offensichtlich in der Lage waren, Boeing Konkurrenz zu machen. Obwohl die Amerikaner dagegen waren. Ich bin ja auch enttäuscht von den deutschen Spionen. Ja, Herrgott nochmal, wir sind Exportweltmeister, wir haben riesig Kohle, wir sind eine der wichtigsten Nationen der Welt. Wir sind höchstens Dritter. Ja, schön. Aber dieser Exportweltmeister muss ja auch seine deutsche Wirtschaft schützen. Ich fände es, wieso geben wir unseren Nachrichtendiensten nicht genug Geld, sodass sie sagen, regt euch nicht auf, wir haben auch Obama abgehört. Ja? Wir wissen, was General Electric treibt, was Google und Yahoo treiben. Sind die deutschen Spione zu brav oder haben wir keinen Snowden, der das ausplaudert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstens, wenn man diese Unkultur von Haus aus zur Grundkultur macht, halte ich das für ein Problem. Seit es die Weltgeschichte gibt, wird spioniert. Das weiß ich. Aber ich habe selten erlebt, dass jemand sich das so nett gefallen lässt. Also ich glaube, dass die Europäer und auch die Deutschen sich einfach aufstellen müssen. Ja, aber da ist immer also inwiefern sind wir nicht selbst auch schon daran beteiligt? Und solange das Ganze noch nicht raus ist, wissen wir das alles nicht. Ich bin nämlich durchaus überzeugt, dass wir gut dabei sind. Der Bundesnachrichtendienst ist auf jeden Fall in Pakistan, in Afghanistan. Da habe ich meine eigenen Quellen sehr gut vernetzt und hat auch den Amerikanern schon oft geholfen. Es gab die Aussage vom NSA-Chef, dass der Bundesnachrichtendienst, der letztendlich auch die Mittel bereitstellt, dass überhaupt abgehört werden kann. Also sie sind mit dabei. Die Backdoors werden offen gehalten. Aber die gute Frage ist doch schon die, warum ein Bundesnachrichtendienst das Handy von Frau Merkel nicht schützen kann. Gegen Spionage, Spionageabwehr. Also, die Amis heben jeden Gulli hoch. So haben wir die eigentlich. Ja. Man muss selbst auch bestimmte Dinge in Software wieder selber produzieren. Und solange man das selbst nicht tut und solange man selbst auch als Europäer
nicht in der Lage ist, bestimmte Abkommen schlicht und einfach auch aufzuheben, wie beispielsweise den automatisierten Zugriff auf Daten von Unternehmen wie Microsoft und so weiter, die sich unter einem sogenannten sicherer Hafen-Abkommen, das ist nicht mal ein Abkommen, das ist eine Entscheidung der Kommission, die auf 15 Fragen häufigster Art gestellt und ein paar Datenschutzstandards minimaler Art innerhalb der Europäischen Union. Das ist auch nicht durchs Europäische Parlament gegangen, nicht? Nein, ist nicht durchs Europäische Parlament. Ja. Das ist natürlich auch ein Fehler, sozusagen in der wie Europa aufgestellt ist, dass viele Dinge sozusagen neben dem Parlament offensichtlich entschieden wurden. Ja? Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet dieser extrem linke grüne Abgeordnete Ströbele da rein durfte bei den Russen? Ja? Das halte ich jetzt nicht für Zufall. Das ist sicher kein Zufall. Diese Frage passt grandios zu meinem Ärger und auch meiner Freude der Woche. Das könnte ich jetzt gleich weghaben. Raus damit! Raushauen. Also meine Freude der Woche ist genau das, dass dieser linke Grünen-Abgeordnete Ströbele es geschafft hat, auch einer von vielen, die vielleicht darüber geredet haben, aber er hat es wirklich gemacht. Er hat gezeigt, dass es möglich ist, dass man mit dem Menschen, der da in Moskau sitzt, der wirklich viel weiß und wie der Herr Huber zu Recht sagt, wenn man alles dann erfährt von ihm, was er weiß, oder Freigabe auf seine Dokumente, seine Computerdaten, dass man diesen Menschen, also das nehme ich ihn jetzt fast übel, dass sie den als Showman bezeichnen, dass er eine gute Show abgeliefert hat. Er hat natürlich etwas gemacht, was alle anderen jetzt sagen, ach, das hätte ich jetzt nicht gemacht, oder das wäre etwas, was unter Umständen, was man gar nicht machen darf. Dem Fuchs waren nur die Trauben zu sauer. Also der hat es geschafft, dass er da hingeht. Und wenn jetzt ihm vorgeworfen wird, dass er nichts mitgebracht hat, im Sinne von Zusage. Das werfe ich ihm nicht vor. Nein, eben. Das werfe ich ihm nicht vor. Nicht Sie, aber zum Beispiel der Herr Oppermann von der SPD, was ich ihm auch übel nehme. Er hat doch nichts Substanzielles mitgebracht aus Moskau. Ja, soll er denn das, was der ihm in 3 Stunden erzählt hat, hier vor der Pressekonferenz erzählen? Sagt es ja nicht, das kann ja nicht sein. Also, ich möchte schon ein paar Anmerkungen zu dem Abgeordneten Ströbele machen, bevor wir zum Ärger kommen. Weil das ist ja einer der wenigen Bundestagsabgeordneten, der vorbestraft ist. Und zwar auch im Zusammenhang mit Straftätern. Das wird ja gern vergessen. Ich habe auch in der heutigen Sonntagspresse kein Wort der Erinnerung daran gelesen. Der Mann ist ja aus der SPD rausgeflogen, weil er die Verbrecher und Mörder Baader-Meinhof als liebe Genossen bezeichnet hat. Er hatte also immer eine enge Beziehung zu Straftätern, dann saß er mal im Gefängnis, Untersuchungshaft, und ist zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden, wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung der RAF. Ich rufe das in Erinnerung, weil er immer näher als ein normaler Anwalt an seinen Straftätern dran war. Deswegen halte ich das für keinen Zufall, dass er jetzt heroisiert wird. Das ist ein Coup, das ist gar keine Frage. Als Journalist wäre ich auch gern mit ihm mitgefahren. Aber man muss das in dem Zusammenhang sehen, dass er natürlich Baader und Meinhof als Genossen bezeichnet. Ja, wobei es einen riesigen Unterschied zwischen Baader und Meinhof gibt und dann andere Sätze. Ja, aber vielleicht mal zum einen Vorsatz machen. Anti-amerikanisch ist er von jeher immer. Seit Jahrzehnten ja, gut, gewesen. Das heißt, da den Amerikanern vielleicht eine mitschicken zu können. Ich glaube, das also ist etwas, wofür ihr prädestiniert war. Vorbestrafte Abgeordnete gab es auch aus den Reihen der FDP zum Beispiel im Bundestag. Wegen Steuerhinterziehung. Aber derzeit im Parlament, im aktuellen Parlament der einzig vorbestrafte Abgeordnete zu sein. Im Moment. Ja. Mein Ärger der Woche hängt damit zusammen, und zwar, dass die, meiner Meinung nach, die unterwürfige Haltung unserer Regierenden gegenüber Washington so eklatant ist, dass sie im Grunde alles zu versuchen zu tun, damit der böse große Bruder in Washington nicht böse wird. Man soll den deutsch-amerikanischen, die Freundschaft, nicht bei Ihnen, nein, in der Regierung, dass man soll die Freundschaft nicht, also sagen wir, beschädigen, das Verhältnis nicht stören. Wer hat denn angefangen, das Verhältnis zu stören? Wir doch nicht. Also die haben ja angefangen, unsere arme Bundeskanzlerin abzuhören, und vorher noch Millionen Deutsche, um die geht es ja auch nebenbei. Also dass man sich da in so eine Haltung begibt, wo man sagt, um Gottes Willen sagt sie ja nichts, damit die nicht böse werden, das finde ich furchtbar. Da unten kommt das Wort Asyl vor. Ja? Ja?
Das Wort, ach so, ja. Das ist natürlich die große Debatte. Ich halte den für keinen politisch Verfolgten. Die Definition im Grundgesetz, politisch Verfolgte genießen Aber schön wäre es, wenn man so jemanden kommen ließe. Mit Rasse, Nationalität, Religion und so sagen. Ne? Ja? Er ist, natürlich, er ist, wenn man er ist so kein will, politisch Verfolgter. Na ja, gut, man, je nachdem, wie man das betrachtet. Das ist sehr stark interpretationsfähig. Das ist sehr stark interpretationsfähig. Er wusste, was er tut, wenn er das tut. Er wusste sehr wohl. Und dieser Freund der internationalen Menschenrechte hat in der lupenreinen russischen Demokratie Russland. Mein Problem damit ist schon, dass jetzt das Bild erweckt wird, dass die Amerikaner das böse Sinnbild des Bösen sind und plötzlich völlig in den Hintergrund rückt, dass sich Russen an überhaupt nichts halten, dass sich aber auch Chinesen an viel weniger halten und dass uns mit den Amerikanern immerhin noch die Grundwerte verbinden, dass wir gemeinsam für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eintreten. Bei all dem, was ich an Kritik an den Amerikanern habe. Aber eigentlich ist für mich der Ärger der Woche, dass sich die EU nicht selbstständig aufstellt. Für mich ist der Ärger der Woche, dass wir diese IT und ganze Softwarefragen, die ganze Informationstechnologie eigentlich anderen 30, 40, überlassen haben. Dass wir auch die Produktionsstandorte alle gesagt haben, lass die alle nach Asien gehen, dass uns das alles nicht gestört hat. Und dass wir uns auch bei den ganzen Dingen, wo wir sagen müssten, wir sind selbstverantwortlich im Kampf gegen Terrorismus, wir müssen uns dem selbst stellen und das nicht dauernd die Daten von den Amerikanern uns geben lassen, weil wir nicht dazu in der Lage sind. Das ist mein Ärger. Dass wir Europäer uns selber aufstellen und selbst uns offen transparent stellen. Und auch ganz klar, muss man jetzt einfach auch so sagen, dass seitdem das Handy der Kanzlerin abgehört wurde, es tatsächlich jetzt richtig hochkocht. Und aber vor einem halben Jahr, wie lange ist es schon her, ist damals quasi nicht relevant war. Alles unter Kontrolle, brauchen wir nicht nachfragen. Ja. War eine klare Aussage des Innenministers, obwohl ich sagen muss, das Recht eines Bürgers ist ja letztendlich genau das gleiche wie das einer Kanzlerin, weil sie ist auch nicht mehr als eine Bürgerin unserer Bundesrepublik Völlig Deutschland. Richtig. Vor allem, wozu braucht man Millionen von Daten, die von Microsoft, von Google, von Facebook? Ja. Da muss man sagen, der letzte Terrorist in Amerika, der hat über Facebook eigentlich fast alles öffentlich bekannt gegeben. Das heißt, mit der Menge der Daten kann man sichtlich auch gar nicht umgehen. Sag mal, Physikprofessor soll uns mal erklären, ist es denn möglich, dass im Handy der Kanzlerin gleichzeitig die Russen, die Chinesen, die Amerikaner und die Engländer abhören oder neutralisieren? Wenn sie Dialekt spricht, nicht. Sag mal, ist das möglich? Ja, natürlich ist es möglich. Also wir haben ja den Unterschied, es gibt ja Krypto-Handys, die sind also sozusagen mit einer Verschlüsselungstechnologie versehen, die in der Regel aber notwendig macht, dass derjenige, der anruft, dasselbe Krypto-Programm, Krypto-Handy hat, wie derjenige, der angerufen wird. Und es gibt natürlich sozusagen Dual-Handys, die also eine kryptomäßige, verschlüsselungsmäßige Kommunikation ermöglichen, aber eben auch normal benutzt werden können. Oder es gibt die Handys, wie offensichtlich das Parteihandy, was man liest von Frau Merkel war, die eben auf keine Verschlüsselung zurückgreifen. Und dort ist natürlich für alle offen ein simpler IMSI-Catcher. Das sind also IMSI-Catcher heißen die Dinge. Okay. Das ist ein simples Gerät. Einfachfänger. Ja, ein Einfänger, der die Handys, mit denen wir telefonieren, dadurch einfängt, indem sie vorgaukeln, eine Repeater-Station zu sein. Also eine Station, mit der wir halt so eine Antenne, mit der wir Kontakt aufnehmen. Und allein solche Software kann man kaufen im Internet und kann das tun. Das heißt, jedes ungeschützte Handy kann selbstverständlich und wird abgehört. Wir haben ja auch dieses Beispiel letzte Woche im Bayerischen Rundfunk vorgemacht, wo wir ein geknacktes Handy in der Münchner Runde, wo wir ein geknacktes Handy mit einem Trojaner, einfach ein Trojaner war aufgespielt, benutzt haben, privat benutzt haben, Herr Gottlieb und ich, und sind U-Bahn gefahren und sind in einem Café gesessen und sozusagen ohne dass wir es wussten, in diesem Fall wussten wir es, weil es war ein Experiment, aber ohne dass wir es wussten, wurden nicht nur unser Gespräch abgehört, sondern auch das Foto, was wir gemacht haben. Es wurde ein Tracking gemacht, es wurde jederzeit, konnte festgestellt werden, wo wir sind, wurde nachverfolgt, wo wir sind. Das kann man sowieso, das ist wurscht. Das kann man sowieso, GPS, also das über GPS. Ja. GPS ist geknackt, schon lange dieser Standard. Und das, was die Monika Hohlmeier sagt, ist natürlich richtig. Wir haben uns eigentlich in diese selbstverschuldete Falle auch dadurch begeben, dass wir die Naturwissenschaften und Technik, insbesondere in der digitalen Welt, so sehr vernachlässigt haben, nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa. Wie ist auch Europa, In Gesamteuropa. Es gibt ein Monika Hohlmeier. Wort,
Find a Hacker, heißt es ja, so genau. Schön. Ja. Miet dir einen Hacker. Monika Hohlmeier, zu dem, was Sie gesagt haben. Dazu noch eine ja. Bemerkung. Dass wir überhaupt über dieses Thema so lange reden, und zwar nicht nur wir hier am Stammtisch, sondern in ganz Deutschland und auch Europa, weltweit sogar. Mit wem hat es denn zu tun? Mit Snowden, natürlich. So ist es. Natürlich. Also im Grunde, der gehört doch im Grunde nicht verfolgt, sondern geschützt. Ja, wobei wir vorher schon auch geredet haben über dieses Problem. In diesem Maße nicht. Trotzdem ist er in Amerika ein Straftäter. Es ist mehr Öffentlichkeit entstanden. Ja. Ich wollte mal auf Europa kommen. In Amerika ist... Darum geht es doch nicht. Rechtsbruch begangen. Das muss man natürlich ganz klar zuvor haben. Die Nation der Amerikaner einen Rechtsbruch begangen. Aufgrund von dem sah sich Snowden genötigt, ein Straftäter zu werden. Ja. Das so muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber es ist schon die Sache, dass es eine Ursache gab und die Reaktion des Snowden lediglich die Reaktion auf einen Rechtsbruch war. Ob zufällig nach Moskau gegangen ist oder ob das nicht eine längere Vorplanung ist, weiß ja keiner von uns. Auf Ihre Europaklage unterstellen. Auf der Europaklage von Monika Hohlmeier zurückkommen. Weil Sie natürlich recht haben. Und im übertragenen Sinne gilt ja, was Henry Kissinger mal gesagt hat, welche Telefonnummer hat denn Europa? Ja, das gilt für die Außenpolitik, für die Wirtschaftspolitik und für diese Digitaltechnik. Gibt es denn Initiativen zu sagen, wir großes Europa, wir 28, wir können uns einigen, mal eine dritte Kraft zwischen USA und China zu werden? Gibt es da Initiativen? Sie sind im Parlament. Wenn Sie das beantragen, kommen Sie damit durch? Es gibt Initiativen dazu, das nennt sich digitale Agenda. Nur die Umsetzung dauert zu lang und ist zu langsam. Und nach meinem Dafürhalten, da gebe ich wiederum dem Professor Haeckel vollkommen recht, es dauert deshalb zu langsam, weil man sich nicht auf Schwerpunkte konzentriert. Und man müsste sich eigentlich auf einige Schwerpunkte konzentrieren. Man müsste auch eine Firma in Europa beauftragen, das zu entwickeln. Da kommt dann wieder wirtschaftlicher Wettbewerb dazu, die oder? Die Firmen, unterschiedliche Experten, diese haben, müsste man auch die Sicherheit geben, dass die horrenden Kosten, die damit verbunden sind in der Entwicklung, weil das sind Milliarden, die da an Entwicklungskosten verbraucht werden, dass die auch Abnehmer haben und dass das nicht ihr eigenes wirtschaftliches Risiko im Kampf gegen Amerika, gegen chinesische Firmen, die subventioniert werden über die entsprechenden Etats. Also wenn, dann müssen die Europäer unseren Firmen die Sicherheit und Stabilität geben, dass sie bei unserem Markt auch die entsprechende Abnahme durch den Staat finden. Sagen Sie mal einen Zeitrahmen, in dem das realisiert werden könnte. Das hängt in der, also Realisierung kannst du innerhalb der nächsten 3 Jahre machen, indem du dies auf den Markt bringst. Wir haben ja ein schönes Beispiel im Grunde genommen. Das ist das amerikanische GPS-System, was ja seit vielen Jahren versucht wird, durch ein europäisches Galileo-System zu kompensieren. Und das ist ständig finanziell notleidend. Ja. Und dazu müssen ja eine Reihe von Satelliten in geostationären Positionen gebracht werden. Und wir sind immer noch nicht so weit nach 10 oder ich weiß nicht, 15 Jahren jetzt, wo wir mit Galileo rumdoktern, das zu tun. Das wäre der erste Schritt, unabhängig zu sein von der GPS-Navigation. Stellen Sie sich vor, die GPS-Navigation würde abgeschaltet für die europäischen Firmen. Stellen Sie sich ein Logistikunternehmen vor, was Orangen von Süditalien nach Nordeuropa transportiert. Wenn GPS abgestellt würde, würde kein Unternehmer mehr wissen, wo seine hunderttausende Lastwagen sind. Und in 3 Tagen wären die Tomaten oder die Orangen, was auch immer, verrottet und das Unternehmen pleite. Wie abhängig wir sind von Technologien, die nicht europäische Technologien sind. Das ist eine große Bedrohung, wie der militärisch-industrielle Komplex. Ein schönes Beispiel, anschaulich erzählt. Ja? Aber ich guck mal, wenn das Problem so langwierig ist, komme ich mal zu einem einfacheren Problem. PKW-Maut. Das wäre gar nicht mal so schwierig. Es wäre einfach, er braucht die Finanzierung schlicht und einfach. Ja, natürlich. Es ist nicht nur, also die Wissenschaft schreit nicht immer nur nach Geld, sie schreit auch nach, wenn ich das so sagen darf, nach Anerkennung. Wir brauchen auch die Wertschätzung von Naturwissenschaft und Technik und die Erkenntnis, dass das heute so wichtig ist wie nie zuvor, dass wir junge Leute haben, die sich mit dieser Thematik, die sie studieren, dein Sohn, wunderbar, hat geklappt, aber das ist zu wenig. Ja? Wir haben viel zu wenig Nachwuchs in Naturwissenschaft und Technik. Also Deutschland könnte und es fehlt an der Umsetzung. Es fehlt an Venture Capital, es fehlt an Leuten, die das auch glauben. Also die das an ist jetzt im Ohr der Europaparlamentarierin angekommen. Ja, im Ohr und im Hirn. Ich fordere das mit ihm gemeinsam. Ich wollte doch mal diese einfache, anschauliche
PKW-Maut. Der Seehofer war der große Irrende und ganz alleine hat er für diese Sache gekämpft und plötzlich... Ich habe ihm zugestimmt. Ja, und schon, plötzlich kommt ein EU-Kommissar, der für Transport zuständig ist, dem Kallas, ist auch Vizepräsident der EU-Kommission und sagt, dieses Modell dann mit der Verrechnung zugunsten der einheimischen Kfz-Steuer... Der hat schon wieder zurückgerudert. Aber es zeigt doch, dass es zwei ernsthafte Meinungen gibt. Ja. Das ist also wenn es in Österreich geht, geht es in Deutschland auch. Ganz einfach, die Österreicher haben ein ähnliches Modell gewählt. Die haben ebenfalls Steuern dafür entsprechend zurückgenommen. Und warum soll das Modell, das in Österreich so wunderbar funktioniert hat, plötzlich in Deutschland nicht mehr genehmigt werden? Die Frage habe ich mir immer gestellt. Also das, was in Österreich geht, muss in Deutschland auch gehen. Es muss doch auch einen Sinn machen. Es muss doch auch einen Sinn, was denn? Es ist so, das, was man an der Kfz-Steuer von mir zurückbekommt, fehlt dem Etat. Diese paar hundert Millionen, die man hoffentlich vielleicht einnimmt durch die PKW-Maut für Ausländer, die wiegt doch den Einnahmeausfall gar nicht auf. Das ist doch ein reines Show-Programm. Also aber wenn man so leicht mit ein paar hundert Millionen oder einer Milliarde umgeht, nein, aber, ist alles so nein, leicht. Es, also ganz so es leicht bringt doch nichts. Nicht. Es ist teurer als das. Bringt schon Geld. Aber geht das ins Parlament? Kriegt ihr das auf den Tisch als Abgeordnete? Solche Genehmigungen eigentlich nicht, weil das ist eine deutsche Entscheidung, ob sie eine PKW-Vignette einführen wollen, ob sie sich, wo wir uns zum Beispiel mit den Österreichern oder gar mit den Schweizern zusammenschließen wollen, auch, oder mit Benelux-Staaten, ob man was Gemeinsames macht. Eins steht fest, was man nicht machen kann, so wie bei der LKW-Maut, dass man das mit Apparaturen im Auto für sie, das ist, scheidet aus. Ja. Aber die einfache Vignette, wie es die Österreicher haben, wie es bei anderen funktioniert, es macht ja einen Sinn. Also es ist aber ein Überraschungserfolg für Ihren Vorsitzenden, dass es plötzlich auch Poststimmen gibt. Ja, aber man muss klar sagen, dass man einfach auch diejenigen mit beteiligt, die über unsere Straßen fahren und nicht ausschließlich. Also ja, das sind ja keine paar Prozent, wir sind ein Transitland. Wir sind in der Mitte Europas und Herr sind ein Transitland. Herr Huber, was hat Sie in dieser Woche gefreut und was hat Sie geärgert? Ja, gut. Also mein Ärger bin ich quasi schon losgeworden, weil dass eigentlich der einzelne Bürger einfach doch nicht so viel zählt. Und erst dann, wenn die Kanzlerin abgehört wird, ist dann auf einmal relevant wird das Thema. Aber gefreut habe ich dann wiederum, und das gehört jetzt heute zumindest in diesem Stammtisch schon fast zusammen, dass ich für die bayerische Sprache geehrt wurde. Und zwar letztendlich habe ich in meiner Gymnasialzeit doch unter meinem bayerischen Dialekt gelitten, weil mein Deutschlehrer nicht so begeistert war, dass ich ein echter Bauernbub bin und auch dementsprechend mit Dialekt in dieses Gymnasium kam. Es war damals immer wieder das Thema, dass ich meine Sprache zivilisieren sollte, was ich auch kann. Aber es ist ja immer die Frage, darf ich zeigen, dass ich Dialekt spreche? Und ja, jetzt haben wir gestern, mein Bruder Thomas und ich, einen Preis verleihen bekommen, Dialektpreis. Toll, wir sind Botschafter der bayerischen Sprache. Wo habt ihr den bekommen? Das war bei uns am Högl. Das ist direkt bei Salzburg auf der bayerischen Seite. Ja. Wer hat den Preis also gestiftet? Das ist der Verein für bayerische Sprache oder für den Erhalt der bayerischen Sprache. Schön. Und es ist natürlich jetzt schon schön, wenn man heute in der ganzen Gesellschaft mitbekommt, dass Dialekt etwas Wichtiges ist, dass wir europäisch denken, aber auch die lokalen Traditionen wahren und dass damit der Dialekt als wirkliches, wertvolles Kulturgut angesehen wird. Und was seinerzeit eben für mich bei Zeiten ein kleines Problem war, ist mit einem Mal eher sogar auf etwas, einmal, was geehrt weil wird. Weil sie das ihrer ist eine Sprache schöne treu Sache. Geblieben sind, das finde ich großartig. Treu geblieben. Das kann nein, die Dialekte sind eine Sprachvielfalt, das sagen wir hier immer. Wir sind in diesem Dialektförderverein fördernde Mitglieder hier, auf jeden Fall. Und da der Dier, der A und da der A der Dieren. Ja, er möchte den Preis für einen Preis Oberpfälzer schicken. Jawohl. Das kriegt die NSA nicht mit. Also das, das verrate ich aber jetzt auch nicht, die Auflösung. Das wissen nur meine Oberpfälzer. Jawohl. Monika Hohlmeier, was ist Ihre Freude und Ihr Ärger in dieser Woche gewesen? Der Ärger, den habe ich ja vorhin schon formuliert, ja, weg damit, dass die Europäer eben so lange gebraucht haben, auch die Deutschen, jetzt zu erkennen, dass man die IT-Technologie nach vorne treiben muss und sich selbstständig auf die eigenen Beine stellt, auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, sonst nehmen die uns nämlich auch nicht mehr ernst. Die Amerikaner nehmen uns nur dann ernst, wenn wir auch in der Lage sind, mal gründlich zu widersprechen. Einem Freund widerspricht man auch. Man gibt nicht immer klein bei. Also da sind wir wirklich einer Meinung. Genau. Die Freude meiner Woche war, dass ihr mich angerufen habt und dass ich dadurch die Gelegenheit habe, wirklich einen ganz tollen Menschen kennenzulernen, nämlich den Alexander Huber wiederzusehen. Ja, das ist doch schön. Ja. Viermal mussten Sie hier zum Stammtisch kommen, bis Sie ihn getroffen haben. Ja.
weil ich es wirklich sagen muss, insofern ein besonderer Mensch, weil er einer der wenigen ist, die nicht dieser Popularität nachrennen, in dem Sinne, ich bin immer toll, ich bin immer hip, sondern eben auch sagt, ich habe in meinem Leben auch schwierige Phasen gehabt, die habe in meinem Leben auf und ein ab gehabt. Ja, und das Leben besteht halt auch aus verschiedenen Seiten. Und das finde ich ganz toll. Sehr schön. Direkte psychologische Wirkung. Professor Heckel. Freude und Ärger. Mein Ärger ist, dass das amerikanische Finanzministerium wohl sich beklagt darüber hat, dass unsere Exporte so gut laufen in Deutschland. Das mag ja auf der einen Seite sozusagen ein Argument dafür geben, weil es den anderen Europäern dafür vielleicht etwas schlechter geht. Auf der anderen Seite geht es ihnen aber dafür viel besser, weil Deutschland die Lokomotive nach wie vor ist. Und ohne diese Lokomotive, glaube ich, ging es allen noch viel schlechter. Und es kommt zu einem schlechten Zeitpunkt, wenn sich jetzt die Amerikaner darüber beklagen, dass Deutschland so ein starkes Industrieland ist mit solcher Exportquote. Ausgerechnet, ja. Also, so ist es. Und meine Freude ist ein kleiner Flohmarkt oder Waren Sie schon wieder am Flohmarkt? Ja, der Ranga Yogeshwar hat ja erzählt, wenn man mit Ihnen auf den Flohmarkt geht, mit dem Herrn Professor Heckel, dass ihn alle Händler freudig begrüßen. Jawohl. Das sind der Stammkäufer da. Für mich, ne? Das ist ein kleines Kindergrammophon. Das hat es also auch für Kinder gegeben, schön aus Holz. Das ist auch eine Kinderschallplatte. Ich führe es gleich vor, hoffentlich funktioniert es. Für unsere Kleinen und jeder weiß, was das für ein bayerischer Tanz ist. Eine Polka. Jawohl. Eine Polka ist das. Sehr bayerisch. Darf ich zum Tanze bitten? Ja. Sehr schön. Könntest du das, Polka? Ja, natürlich. Wir sind Tanzlehrer, meine Frau und ich. Ach so, yes. Oh. Entschuldigung. Da komme ich dazu, noch über meine Freude zu reden. Ja. Meine Freude ist indirekt auch eine Freude für die Zuschauer, für die Theaterbesucher. Gestern Abend habe ich mein Gastspiel an der Komödie im Bayerischen Hof beendet. Nach 46 Vorstellungen hintereinander, ununterbrochen gespielt. Und ich bin froh, dass es gut gegangen ist. Es war voll. Aber was ich sagen kann, für die Theaterbesucher, man geht ja oft nur ein-, zweimal in so ein Stück rein oder später sagt man, ach, das ist schon die 33. Vorstellung, ist die vielleicht schon ausgelutscht oder was? Nein, ich habe hinter den Kulissen erlebt, wie intensiv die Schauspieler jeden Abend neu und intensiv gearbeitet haben. Also ich kann nur sagen, die 42. Vorstellung war vielleicht sogar besser als die erste, weil sich manches verfeinert oder vertieft hat. Also das ist ein tolles Erlebnis von diesen Schauspielern, die geben sich immer Mühe. Mein Ärger ist verblüffenderweise dasselbe wie von Professor Heckel, nur, Sie haben ja gleich anti-amerikanisch gesagt, die EU ist auch auf dem Trip. Die EU ist nämlich auch so weit und sagt, müssen wir den Deutschen eine Rüge erteilen, weil sie durch ihre großen Erfolge im Export und im Wirtschaftsleben möglicherweise andere benachteiligen. Ja? Das wird geprüft. Also nicht nur die Amerikaner. Die anderen auch mal in Wissenschaft und Forschung und in, ja, in ihrer Industrie. Das ist doch eine unglaubliche Geschichte, dass die anderen uns wegegen des Erfolges rügen. Ne? Ja. Also. Das ist doch eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Wenn man zum Beispiel dem Usain Bolt den Vorwurf machen würde, dass er immer schneller ist als die anderen. So schnell läuft wie die anderen. Also das ist gegen den Wettbewerb, den wir alle schätzen. Ja. Ja, vor allem, es müssten sich die anderen Staaten auch mal darum bemühen, Mittelstand aufzubauen, ihre Berufsausbildung zu verändern. Sie kennen diese Rüge, Rüge der EU. Ich glaube nicht, dass die EU sie aussprechen wird, aber der heimliche Neid, dass Deutschland so erfolgreich ist, anstatt sich selbst aufzustellen und einmal zu sagen, wie verändern wir das eigentlich, dass wir in Spanien nur Bauindustrie und Tourismus haben? Wie verändern wir eigentlich mal in England, dass wir nur noch Finanzdienstleistungen und keine Produktion mehr haben? Wie verändern wir eigentlich, dass wir in Frankreich nur Staatswirtschaft und kaum eigenständige wirtschaftliche Entwicklung haben? Also da gäbe es ja für eine ganze Menge zu sagen. Wie verändern wir in Italien mal den Arbeitsmarkt so, dass wir international wettbewerbsfähig sind? Da müssen Sie noch anstatt sich zu beklagen, muss ich ganz ehrlich sagen, sollten die anderen sich auch mal aufstellen und sich nicht nur... Wir haben 42 Millionen Arbeitsplätze, sollen wir die abbauen, diesen Erfolg abbauen. Nächste Woche gibt es wieder einen Sonntagsstammtisch. Das war sehr nett mit Ihnen. Ja, mit Ihnen. Und da kommt die Jutta Speidel. Die Jutta Speidel, diese vielseitige, auch sozial aktive Schauspielerin, kommt zu uns. Und ich freue mich sehr, dass es ein so schöner Tag war. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen. Ja. Zum Wohl. Ich muss sagen, dass die Monika Hohlmeier ganz spät eingesprungen ist, gell? Angelika Niebler geht es besser und sie lässt ganz herzlich grüßen. Ja, das ist sehr schön. Grüßen von uns zurück.
Bitte. Ja. Die zwei Vaterstätten der Freundin sind das. Wir wohnen wirklich über die Straße.